Was geht ab, Leute? Wir haben ja schon in den letzten Tagen uns angeguckt, wie Lava auf ein Auto reagiert. Dann haben wir uns noch angeguckt, was passiert, wenn Coca-Cola und Mentos aufeinandertreffen in einem Riesenbehälter. Und heute schauen wir uns einfach mal Dinge an, die wirklich zerhackt werden. Schaut euch das mal an, Leute. Die werden richtig geschreddet. Einfach mal hier so eine Glühbirne. Und gleichzeitig machen wir das einfach zu einer Versuche, nicht befriedigt zu sein, Challenge. Leute, das ist quasi richtiges ASMR fürs Gehirn, wenn man das... Boah! Wenn man das hier so sieht. Also wir haben 3 Leben und ich darf nicht unbedingt jetzt hier absolut so einpennen oder Zeichen haben vom Einpennen oder halt irgendwie Anzeichen vom Befriedigen. Aber die Lollis, da haut er die Lollis rein. Oh, werden die alle zerdrückt, ne? Die werden echt, oh, alle weg. Sind sie alle weg? Ja moin, Alter, Shampoo. Ja moin, der Shampoo dreht ja völlig ab, Alter. Das ist auf jeden Fall in einer richtig guten Stimmung, kann man mal so sagen. Moin, und so schnell ist einfach ein iPhone weg. Ein iPhone. Das befriedigt mich aber nicht, wenn da ein iPhone reinfällt. Ein Xbox-Controller. Ich habe doch noch einen hier neben mir liegen. Der kann zwar noch nicht einfach... FIFA? FIFA 10? Ja, moin, Alter. Okay, ja, FIFA 10 ist wahrscheinlich auch... Eine Klobrille. Es gibt so viele Sachen, die man reintun kann. Aber er packt da eine Klobrille rein. Warum? Warum macht er das? Und die wird auch noch einfach aufgegessen. Ich glaub's ja nicht. Und... Das sieht echt schon befriedigend aus, ne? Aber 3 Leben haben wir nur, Leute. Ich will die jetzt nicht hier direkt schon am Anfang verschwenden. Was hat das denn, Alter? Oh, ein Basketball. Boah, und weg ist der. Boah, was ist das denn? Boah, lol. Kannte ich gar nicht. Eine Drohne? Was? Der packt da... Oh, die wird so aufgegessen. Und weg ist sie. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir kein Leben verlieren. Das war's dann auch schon mit dem Deo. Wurde hier mal... Das wird so übel zerdrückt und... Fliegt noch so ein Ding weg. Pepsi. Packt er da eine Pepsi rein? Ich frage mich auch, wie viel so ein Ding eigentlich kostet, ne? Weil sieht schon irgendwie nach Spaß aus, so. Da kann man richtig seinen Müll entsorgen, gefühlt. Einen Maiskolben. Warum packt man da einen Mais? Und der wird auch noch... Boah, wie das spritzt. Ich werde richtig... Oh, werde richtig hier voll gespritzt mit der Maissäure hier. Fanta. Haut er da einfach Fanta rein. Oh, guck, die eine Dose bleibt stark. Die links in der Mitte. Die bleibt sehr stark. Die wurde auch jedoch anscheinend überlebt. Die hat überlebt, Leute. Und Lego. Ich dachte, Lego ist unbesiegbar. Aber nein, heute sehen wir das anders. Sogar im Baseball. Boah, der... Oh. Okay, man kann safe sagen, ich habe jetzt nur noch 2 Leben, Leute. Eieiei, das war aber mal mit den Stiften, ne? Das war schon zu hart. Und, Zahnpasta. Alt. Boah, war das gerade Slow Motion oder hing das fest? Nutella? Warum packt er da Nutella rein? Boah, viel Spaß beim Sauermachen, Digga. Boah. Oh, oh. Meine Augen, das Glas. Okay, das ist nicht so befriedigend. Was ist das denn? Sieht mir aus wie von der Software oder so. Eine Handtasche? Warum packt man da eine Handtasche rein? Und die ist einmal weg. In Sekunden. Einfach weg und... Oh, das ist eine Kamera. Oh, das Akku. Nicht, das explodiert. Nee, okay, es explodiert nicht. Was ist denn das denn? Schon wieder so eine Kamera. Oh. Oh, oder so ein Licht, besser gesagt. Oh. Das ist... Oh, ich dachte gerade, der hat seine richtige Hand da reingesteckt. Ist der Typ verrückt. Ey, Leute, ich dachte gerade für einen Moment. Oh, ey. Kommentiert mal. Eins im Chat. Oder ein bisschen, ja gut, ist ja kein Stream, ne? Kommentiert einfach mal, wenn ihr auch mal so eine Schlange hattet. Ich hatte die früher nämlich auch. Und hier haben wir Stretch Armstrong. Der absolut festhängt und Feuerzeug. Alter, tu das nicht, das explodiert doch. Tu das nicht, das explodiert doch. Tic-Tacs? Ja, wie langsam. Haben die da Probleme oder was? Die schönen Tic-Tacs. Die werden zerdrückt. Ist aber nicht so befriedigend. Die schönen Tic-Tacs. Was ist denn das jetzt schon wieder? Feiert der Silvester in seinem Shredder oder was ist denn da los? Mit Champagner und so, Champagnerflaschen. So einem komischen Holzbrett und so Silvester-Raketen-Dingens. Er feiert Silvester in seinem Shredder. Was geht denn da ab? Ja, aber anscheinend hat er damit ein bisschen Probleme, damit die ganzen Dinger aufzusaugen oder aufzuzerdrücken. Schafft er auf jeden Fall nicht so wirklich gut. Der Champagner hält auf jeden Fall stand. Oh, okay, das hatte ich auf jeden Fall schon sehr gut angehört, aber ich war nicht befriedigt. Und Cola, die war ja mal so schnell weg, das war eine Sekunde. Und von einem RC-Auto
von dem Spielzeugauto. Die Fernbedienung. Einfach aufgegessen. Ich will mal wissen, warum er das macht, so, ne? Wo er die ganzen Dinger her hat. Das muss doch voll viel Geld kosten. Und absolut Spider-Man-Kostüme, Figuren bis zum geht nicht mehr werden da aufgegessen. Das ist, weiß nicht, sieht irgendwie so aus, als würde da gerade Popcorn gemacht. Und da springen die ganze Zeit so diese fertigen Popcorn-Dinger raus. Und das ist einfach fast alles weg. Innerhalb von 10 Sekunden, Leute. Was ist denn da los, ey? Ich habe nicht mal eine Uhr um und ich gucke auf meinen Arm. Was ist denn da los, Leute? Ein Happy Meal? Ey, sag mir mal bitte, das war leer, oder? Ja, ich glaube, es war leer. Und hier, Leute, wer freut sich schon auf Halloween? Da frisst ihr einfach mal den Kürbis auf mit so einer Hand und die Hand, zack, ist sie weg. Und der Kürbis mit den ganzen Fasern, ne? Boah. Das sieht schon entspannt aus, ne? Aber 2 Leben haben wir noch. Wir bleiben stark. Spielt gerne mal mit, Leute. Ihr dürft gerne mitspielen. Habe ich es noch nicht gesagt habe. Und, oh. Oh. Jo, und ein Boxhandschuh. Ich denke, ich frage mich so, was in seinem Kopf abgeht. Was kann ich heute zerschüttern? Okay, ein Boxhandschuh. Das mache ich einfach so. Ein Spielzeugpistole auch noch. Kokosnuss. Bin ich mir einfach. Okay, oh mein Gott. Kriegt der aber nicht kaputt, oder? Doch, die kriegt der auch kaputt. Alter, überleg mal, Leute, wie hart Kokosnüsse sind. Das, also da willst du nicht. Oh, wenn man da seine Hand. Oh, ich will da gar nicht dran denken, wenn man da seine Hand reintut, ne? Ja, der Tennisball, der wurde auch mal eben so ganz easy gegessen. Ein altes Motherboard packt er da rein, oder was ist da los, ey? Wo hat er das alles her? Warum? Warum macht er das? Und das wird auch noch voll aufgegessen. Ich frage mich, wo das alles gleich. Ich denke mal, so ein Behälter läuft das ab, ne? Ja, Leute, das ist zu krank. Oh. Okay, das war nah dran. Sagen wir. Ah, ne. Ich sag, okay, wir haben noch ein Herz verloren, Leute. Wir haben noch ein Herz verloren. Ich habe gerade dieses Geräusch gemacht. Das ist nicht so gut, Leute. Ein Leben haben wir nur noch. Oh, mit Porzellan. Ist aber jetzt nicht so befriedigend. Stell mir halt nur vor, wie viel. Da muss man halt aber ein bisschen Abstand nehmen, ne? Ey, ich will einfach nur kommen. Jetzt geht halt, drück das da rein, bitte. Geht da jetzt rein jetzt. Hör auf, da rumzuzanten. Ja, drück da rein und weg ist alles. So schnell geht's. Moin, ein McDonald's-Pudding oder so hat er da gerade reingetan. Und so ein Mini Cooper-Spielzeugauto auch noch. Das fliegt auch noch komplett weg. Was sind das? Ach, das sind so eine Gelee-Bälle in so einer Verpackung. Boah. Springen die einfach auf. Das sind, glaube ich, Orbit. Oh, meine Augen. Jungs und Mädels. Eine tiefgefrorene Cola oder Pepsi. Oh, Tischtennisbälle. Oh, die sind natürlich leicht, ne? Die sind natürlich richtig leicht, wie die zerdrückt werden. Das ist Deo, nee, Gillette. Oh, Rasierschaum. Leute, was ist denn hier los? Hat jemand mal ein Handtuch hier irgendwie am Start? Ich bin hier schon voll gespritzt von den ganzen Dingern. Einfach mal Gillette, ey. Toffifee. Ey, das Ding ist, ich bin so eine Person, ich mag kein Toffifee. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es nicht. Mit ihr Toffifee, ich bin halt echt, was das angeht, nicht so hinterher. Marabu-Schokolade ist geil, aber nicht Toffifee. Und das ist jetzt irgendwie auch so Fake-Nutella, ne? Hatte ich früher auch mal gegessen. Mit diesen komischen Streifen und so. Boah. Nein, nicht schon wieder ein Xbox-Controller. Nein. Xbox 360 Controller so schnell aufgegessen, ne? Das ist, wenn man überlegt, wie hart es eigentlich ist. Das ist übel hart. Und das war's dann auch mit Snoopy oder wie der heißt. Bye, bye. Fußball. Klar, Digga. Hau einen Fußball rein. Wow. Das war gerade richtig knapp. Das sah nämlich richtig befriedigend aus. Aber ich war nicht befriedigt, Leute. Weil ich nur noch ein Leben habe. Aber das sah richtig heftig aus. Vor allem, weil der ganze Schaum oder die Füllung von dem Dings da so raus noch kam. Okay. Was ist das jetzt? Was war denn das? Hab ich jetzt gar nicht richtig erkannt, was das war. Was ist denn da los? Was sind das für Art Spielzeugbus? Packt er da einfach einen Spielzeugbus rein? Oh. Leute, warum? Der arme Spielzeugbus. Hat er bestimmt irgendeinem Kind abgezogen und packt ihn jetzt einfach in seinen Schredder rein. Fieser Mensch. Sehr, sehr fieser Mensch. Und das war's dann auch schon mit dem. Was ist denn das jetzt? Oh, anscheinend so eine alte Alexa oder so. Oh, das wird so vernichtet, ne? Chips. Okay, knappe Sache. Das war eine sehr, sehr knappe Sache, Leute. Wow. Okay, das war knapp.
Nein, nicht eine Wassermelone. Nicht die Wassermelone, aber ich glaube, die hängt da jetzt fest, ne? Die kriegen die, glaube ich, nicht mehr aufgegessen. Weil sie sich ja so einfach da drüber hält, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da noch reingezogen wird. Oh, Digga, geh doch nicht mit deiner Hand da so nah dran. Leute, jetzt bin ich aber gar nicht zufrieden, was das angeht. Und die wird aufgegessen. Absolut aufgegessen. Der Shredder hat ja absolut Hunger. Leute, wer kennt's nicht, wenn man umzieht und du hast Sperrmüll und denkst so, okay, ich pack mal meinen halben Kleiderschrank mal eben so in den Shredder rein. Alter. Oh mein Gott. Oh, diese Geräusche. Oh nein, Leute, ich glaube, ich habe verloren. Diese Geräusche. Ey, diese Geräusche sind einfach so, weiß ich nicht, vollendend, kann man das so nennen. Muss ich sagen, ey, ich glaube, es ist vorbei, Leute, ist vorbei. Also, ich habe leider verloren. Wenn ihr, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr es geschafft, dreimal nicht befriedigt geworden zu sein? Na, wenn es so ist, haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst ihr ja Bescheid, was zu tun ist. Kommentiert gerne, wann ihr befriedigt wart. Und ja, schaut gerne noch die anderen Videos an. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.